Guten Morgen, Texas. Auf in einen wundervollen Tag. Heute ist Samstag. Großartiges Wetter und wir haben jede Menge geplant. Ich habe mich schon Wochen auf diesen einen Ausflug gefreut. 2 Stunden Autofahrt erwarten uns jetzt. Wir gucken uns heute den Enchanted Rock an in Texas. Das ist ungefähr 2 Stunden von Austin. Wir haben Tickets für 4 Uhr gekauft und wir befinden uns gerade in einem uns unbekannten Örtchen auf einem Spielplatz und schlagen uns Zeit um die Ohren. Der Tag war von Anfang an anders geplant. Leider hatten wir versäumt, im Voraus Karten für den Enchanted Rock zu kaufen, sodass wir spontan nur noch Einlass zu 16 Uhr buchen konnten. Irgendwie war ich enttäuscht. Enttäuscht, dass wir nun komplett umdenken und Zeit totschlagen müssen. Tot. Es gibt keine bessere Beschreibung für diese kleine Stadt hier. Aber hey, sagt man nicht immer, der Weg ist das Ziel und alles hat seine Berechtigung? Auf in das Unerwartete. Da wir jetzt noch so viel Zeit haben und es auf dem Weg lag, haben wir in einer deutschen Stadt angehalten, und zwar Fredericksburg. Zu Beginn von 1830 kam eine starke Einwanderungswelle nach Texas. Auslöser war Dirks, der sich allerdings einen anderen Namen zulegte, nämlich Johann Friedrich Ernst. Dieser wurde zur zentralen Figur der Einwanderungswelle. Seine in die Heimat versandten Amerika-Briefe sprühten von Begeisterung und die Idee des Neuanfangs mit fantastischen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen setzte sich in den Köpfen der bis dato daheimgebliebenen fest. Zigtausende folgten seinem Ruf. So entstanden deutsche Kolonien in Texas, wozu auch Fredericksburg zählt. Eine kleine Stadt mit einem einzigartigen deutschen Flair. Sie verzaubert mit ihren urigen Bäckereien und Boutiquen an der Hauptstraße, sowie jahrhundertealte Pfirsichplantagen. Hier steht die Vereinskirche am Marktplatz und das Restaurant Lindenbaum ist gleich gegenüber dem Biergarten zu finden. That's German puppy. Yeah. Man findet hier deutsche Küche mit einem texanischen Twist. Wir hatten uns für das Restaurant Ausländer entschieden, welches sich ausschließlich auf rustikales deutsches Angebot fokussiert. Mein Papa hatte die Operwurst, welche ausgezeichnet gewesen sein soll. Ich hatte Fisch und war etwas enttäuscht. Hi.
schon spielen. Auch nicht mehr gegessen, ne? Also für die Jungs. Da wir leider nicht viel Zeit hatten, die Stadt weiter zu erkunden, haben wir nur einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit der deutschen Kultur, angesiedelt in Texas, ergattern können. Weiter geht's zum Enchanted Rock. Der Enchanted Rock ist ein rosafarbener Granitberg, der sich etwa 27 Kilometer nördlich von Fredericksburg befindet. Oh, wie sehr habe ich mich darauf gefreut, diesen mit meinen Liebsten zu erklimmen. Es ist der größte Monadnock, übersetzt heißt das Inselberg, aus rosa Granit in den Vereinigten Staaten. Der Berg ist seit mindestens 11.000 Jahren ein Teil der menschlichen Geschichte. Er gewann seinen Namen durch die Tonkawa-Indianer, die ihm lange Zeit spirituelle Kräfte zuschrieben. Und hier sind wir nun, bei schönstem Wetter und der perfekten Zeit, diesen Berg zu besteigen.
Und so stehen wir dort oben und ich denke darüber nach, wie perfekt dieser Moment ist. Wie schön es ist, dass das Schicksal für uns entschieden hat und wir am späten Nachmittag den Sonnenuntergang auf dem Berg genießen können. Der ganze Tag war ein Geschenk und ich durfte wieder lernen, dass es gut ist, alles anzunehmen, wie es kommt.